Wer kam auf die Idee, diese blöden Todeskorten zu machen? Egal, machen wir einfach eine weitere Folge von Mario und Rabbids Kingdom Battle. Eine Todeskorte. Ich liebe Todeskorten, ihr nicht? Komisch. Die sind das Beste am gesamten Spiel. Vor allen Dingen, der kann auch noch so weit laufen und der kann auch weit springen. Leute, der Typ kann gar nichts. Der Typ ist ein Stück Toastbrot. Aber er hat 300 Leben und Rabbit Peach hat mittlerweile die Heilung. Da ist das. Wir können auch nicht auf ihn springen. Also Mario, du gehst mal hier von hinten so ein bisschen. Schieß da rein und triffst den! Mario! Dann machst du die Heldensicht an für jeden, der sich da drüben bewegt. Mwahaha! Rabbit Peach bleibt hier. Rabbit Luigi, du springst da rüber und machst sie jetzt schon fertig. Machst den Schwachmacher an. Da ist ein Grobian! Gut, das könnte heute zu einer etwas... Wie soll ich sagen? Eine etwas nicht so schönen Folge werden. Sehr schön. Und Rabbit Peach, du bleibst hier, damit du im Falle Toad heilen kannst. Denn das könnte sehr wichtig werden, diese Folge. Und wir können trotzdem versuchen, auf dich zu schießen. Yes! Das war schon alles, was wir machen konnten. Okay. Bitte bewegt euch! Natürlich schießen wir zuerst. Was? Der überlebt mit einem Herz. Ach, den gibt es ja auch noch. Grobius. Wir sollten zuerst mit Tony laufen. Okay, wir müssen diesen Grobian. Leute, wir müssen. Leute, ihr müsst da alle da. Ihr müsst diesen Grobian ausschalten. Was für eine Reichweite hat der Hammer? Theoretisch 2. Rabbit Peach, du gehst vor. Dashst ihn weg. Setz dich dahin. Nein. Zack. Wieso denn? Bitte. Rabbit Luigi. Dash den bitte weg. Stell dich dahin. Du musst gleich auf den Grobian schießen, ja? Nee, das lohnt sich nicht. Und Mario, du stellst dich da. Nee, tausende IQ. Stopp. Kommt der bis zu mir? Ja, tut er bestimmt. Locken. Nein, tut er nicht. Ich stell mich dahin. Mario, du gehst doch nicht rüber. Nee, zuerst musst du Luigi schießen. So, jetzt kommt der dahergelaufen. Kommt aber nicht ganz hin. Dann. Ja, perfekt. Dann muss Peach schießen. Nein, Peach. Oder nimmt sie die Bombe? Die Bombe ist stärker. Nimm die Bombe. Bitte mach ihn kaputt. Oder gib ihm irgendeinen Effekt. Okay, dann läuft er dahin. Und Mario, du musst jetzt nur noch beweisen, dass du nicht so schlecht bist, wie du aussiehst. Ich hätte Kraftpaket reinmachen sollen. Er wird sowas von Toad angreifen. Wenn er auf Mario geht, wäre ich damit ja einverstanden. Der hat noch drei Leben.
Ach man, ja. Mit Kraftpaket natürlich. Dafür, dafür. Mario, du rammst ihn weg. Rennst nach vorne. Springst dahin. Dahin? Ist eigentlich relativ egal. Springst dahin. Oh komm. Der war, ging durch den Block, durch den Schuss. Hallo. Ich würde das gern beanstanden. So, der ist auf jeden Fall down. Stopp. 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 Okay, der kann nichts machen, der Tod. Und er braucht noch eine Runde. Das. Wir hätten jetzt Luigi gebraucht mit Bewegungsfreiheit. Rebel Peach, du stellst dich. Nee, Rebel Peach, du machst den hier kaputt. Und Luigi, du den anderen da vorne. Genau. Ramm ihn weg. Und zerstöre ihn. Tschüss, war nett, dich gekannt zu haben. Flupp, ist er weg. Sehr schön. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist nichts mehr. Okay, aber jetzt wird da vorne einer spawnen. Was ist das für einer? Ja, genau. Typisch. Toad geht ins Ziel. Toad geht einfach ins Ziel. Beenden wir es, indem du ins Ziel läufst. Fertig. Gewonnen! Wupp. Schlacht ist hiermit gewonnen. 4 von 4 Zügen. Oh. Ja, okay, bei einer Eskorte kann man es nicht wirklich abkürzen. Weil Toad ja nur bestimmte Anzahl an Felder laufen kann. Wie mein Mund durchsichtig gemacht wird. Ich müsste jetzt im Hintergrund irgendwas einblenden, dass es lustig aussieht. Wir haben sogar eine Goldtrophäe bekommen wieder. Okay. Und können weiter voranschreiten. Hier ist irgendwas. Nein. Dann ist... Nee, hier ist nur das zum Verschieben. Ach, seht ihr, jetzt sind wir da, wo wir das letzte Mal so anders lang gehen wollten. Okay. Zack. Im Schalter vorbeigelaufen. Und zack, hier rüber. Die Münzianos mitnehmen. Wir sind fast so schnell wie die Münzen. Und da vorne beginnt Kapitel 4. Was das wohl ist? Ausgangspunkt. Aha. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Kapitel passiert. Wir haben da vorher alles geklärt. Warum schon wieder jetzt? Eskortiere. Toad, okay. Dieses Video heißt die Toad-Eskorte. Die grauenvollen. Ne, das muss ich mir gar nicht aufschreiben. Das kann ich mir merken. Solche grauenvollen Level hier. Habe ich. Wir haben keine Zusatzpunkte. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir müssen Toad extremst komplett schützen. Der Toad eigentlich nichts machen. Mario. Mario rennt nach da vorne. Versucht jeden Schaden zu tanken. Nein, tust du doch nicht. Während Rabbit Peach hier... Nein, nicht Rabbit Peach. Nicht Rabbit Peach. Rabbit Luigi springt darüber. Der muss das machen. Rabbit Peach muss bei Toad bleiben, um ihn zu heilen. Falls es soweit sein sollte, dass er ziemlich viel Schaden tanken würde. Nur du kannst auf die andere Seite, Rabbit Peach. Hier hin. Halt, da vorne ist noch ein Gegner. Nein, ein Gehilfe. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt bloß die... Mach ihn weg hier. Das Gesindel. Machst einen Crit auf den. Er lebt aber noch. Rabbit Luigi, du brauchst eine bessere Waffe. Mario, du machst einen Crit auf den. Mann! Heldensicht. Ich glaube nicht, dass Peach irgendwas zustoßen würde. Ich habe gedrückt. Ich wollte gerade. Digga, ihm kann gar nichts passieren, weil der Typ neben ihm, der hat Stein. Du schießt auf Mario? Und du willst sterben? Du bist der Beste! Okay.
nein! Hä? Aber warum schmeißen die denn nicht alle auf Toad? Ah, er hat sich ge... Okay, der muss raus. Der muss raus. Mir egal wie, aber der muss raus. Der muss einfach raus. Keiner mag diese Gehilfen. Haben wir schon in der letzten Folge gemerkt, die können sich die ganze Zeit heilen, stehen nur doof rum und tun nichts Sinnvolles. Du musst gleich... Ich hab gar nicht geguckt. Boah, ist das lang. Und Rabbit Luigi stellen wir dahin. Da kein neuer Gegner in Sichtweite ist. Bisschen Heal. Toad, geh nach vorne. Renn einfach vor. Genau. Während Mario ihn dasht, sich hier hinstellt, gleich das Kraftpaket zündet und dich so rausnehmen wird. Und es werden alle gebufft, sehr schön. Erstmal gucken, Rabbit Peach. Schieß mal Rabbit Peach. Oh ja, Honig. Mario? Willst du das rausnehmen? Jetzt würde ich... Ja, Alter! Bam! Tschüss! Wieso, ich sollte leise sein, es ist 23.16 Uhr. Immer noch am selben Tag, wo das erste Video rauskam. Weil ich dieses Spiel einfach so sehr liebe. Ich finde, dieses Spiel ist einfach perfekt. Hab schon 2,5 Welten gespielt. Stimmt, das war ja noch nicht mal einer auf dem Feld. Perfekt. Rabbit Luigi, wohin musst du? Musst du dazu? Nein, da musst du nicht zurück. Rabbit Luigi? Toad meine ich. Guck ich das auf. Rabbit Toad. Rabbit Toad, du stellst dich ganz offen dahin. Wenn ich kurz gucke, wo die Gegner spawnen. Da hinten. Ein Grobian. Und Mario, den machst du weg. Rabbit Peach, kommst du auch noch hierher? Rabbit Luigi stellt sich halt hier so hin, so ganz schützend, so. Schießt mich ab, nicht den Toad! Und dann beenden wir den Zug, weil da hinten so ein Grobian spawnt, am anderen Ende der Map. Oh ja, der denkt jetzt, er könnte uns umbringen. Oh, es spawnt noch jemand. Was für einer, was für einer, was für einer. Ich muss es wissen, dass ich es einplanen kann. Oh, es könnte... Hä? Toad? Die versperren ihm den Weg. Oh, ich habe vergessen, dass die hier nicht zwischendurch können. Ja, das heißt, Mario stellt sich dahin. Ja, doch. Damit Toad so weit es geht vor kann. Und Toad kann gut Schaden tanken. Er hat noch genügend. Ich will springen, weil es stylisch aussieht. Aber wir kommen nicht ganz dran. Okay, wieder zurück. Dann rennt Rabbit Peach halt einfach hier durch. Und macht einen Sprung. Nach da. Und sobald die Heldensicht wieder am Start ist, werden wir diesen Grobian auf jeden Fall rausnehmen. Weil könnte sein, dass der etwas nervt. Und wir werden Toad durch die Röhre schicken, weil der Weg viel kürzer ist. Kann Toad überhaupt bis dahin ganz kurz? Bitte. Toad, du bist gut. Das heißt, er würde hier dann nachher stehen. Oder? Jetzt habe ich hier vergessen. Würde hier stehen, weil wir müssen... Ja, so ziemlich. Doch. Und Rabbit Luigi, du springst auch mal. Und zwar... direkt neben Mario. Genau. Pizza go. Ho, ho. Wir beenden den Zug. Ich hoffe, der Grobian kommt einfach. Wenn du nicht auf Toad schießt, das wäre schon, dann wärst du schon ein bisschen komisch. Du rennst sogar weg. Wie, da traut sich einer. Er rennt zurück. Okay, und der muss jetzt raus. Und was bist du? Bitte sei was Gutes. Bitte sei was Gutes. Witzige, ja. Toadie kommt hier hin. Nein, nicht so. Und kriegt eine Heilung von Peachy. Okay. Und wir werden den Grobian jetzt rausnehmen. Wir werden den Grobian rausnehmen, Leute. Wir schaffen das.
Oder er wird Toad töten. Ein wird er los. Oh, ich könnte wieder zurück. Aber ich mach's mir einfacher. Ich gehe hier durch. Dann kann ich nämlich noch ein Stück weiter. Kann von Mario abspringen und mich da hinstellen. 100% den Grobian zu treffen. Oh, die Mütze. So. Stopp. Wir brauchen noch Luigi. Luigi stellt sich dahin, damit er die Fährte wieder komplett ablenkt, sobald Peach geschossen wird. Also er schießt. Ne, er schießt. Er darf nicht. Darf er schießen? Darf er schießen? Er darf. Dann steht der Typ hier. Dann schießt Peach und er würde hier rumrennen. Ne, 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 doch nicht gut. Dann schießt. Zuerst schießt Peach. Dann macht Mario die Heldensicht an, doch. Und dann schießt Rabbit Luigi. Genau. Jetzt machen wir die Heldensicht an. Nein, der falsche. Heldensicht. Und sobald sich der Grobian jetzt gleich bewegt, ist er weg. Nein, er trifft nicht! Mario, erzieh ihn Quit. Mario. Erzieh ihn Quit, bitte. Bitte lass ihn kleben. Nein, Mario, der wird dich töten. Und er wird noch alle anderen drumherum treffen. Und er wird Peach in Abgrund hauen. Nein, bitte. Oh, Greenscreen, Entschuldigung. Hallo? Geh weg. Was ist das hier für ein Betrug? Ah, ich bin komisch. Rex Grobian! Toad hat sehr gelitten. Toad kann nicht mehr laufen. Und er ist nicht im Heilradius, der ist so tot. Toad muss sofort zu Rabbit Peach. Ja, genau, wenn die beiden jetzt schießen, ist Toad weg. Nein, Toad, du darfst nicht laufen. Peach, du stellst dich dahin. Und du heilst den Jungen jetzt. Du schickst noch eine Bombe zu dem Dösel hier. Nee, tust du doch nicht. Du heilst jetzt. Bitte, Toad, bitte werd gut geheilt. 60! Ich muss irgendwas machen. Klar ist, dass ich die auf jeden Fall da hinten. Nee, warte. Was mache ich denn? Ach doch. Lohnt sich das überhaupt? Doch, willkommen. Kommen wir. Was machst du? Komm mal, komm. Kämen wir theoretisch vor dem Block? Nein, tut mir nicht, wir kämen aber hier. Da hätten wir eine 50 Chance, ihn zu treffen. Wir haben ganz großen Fehler gemacht. Okay. Toad, lauf. Solange du auch kannst, Junge, lauf. Och, ich bin auch ein Stück Toastbrot. Ah, der hat aber Stein. Hier vollster Support. Ist okay. Du schickst eine Bombe zu dem nach da hinten. Schafft die Bombe es durch zwei Röhren? Nee, okay. Oh, dann spawnt da noch einer. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Oh, die können auf die Bombe. Die können auf die Bombe schießen. Die Bombe ist unser Köder. Wehe, du schießt auf Toad. Wehe, du schießt auf Toad. Dann fahr du erstmal da durch. Okay, die Bombe wird genockoutet. Mario, stell dich offensiv hin. Wirst du halt abgeschossen. Ist mir egal. Mario, du bist unwichtig. Du bist irrelevant in diesem Spiel. Entschuldigung. Mario, du bist irrelevant in dem Spiel. Der Einzige, der relevant ist, ist Toad. Los, hau weg. Was machst du, Mario? Der wird Toad töten.
Rabbit Peach. 50%, schau's bloß. Warum? Nein. Nein. Wir brauchen vollsten Support. Also, spawn irgendwo jemand Neues. Hier in der Nähe. Nein. Bitte triff Luigi. Danke. Danke. Toad, du hast es bald. Bald ist es geschafft, Toadie. So, jetzt müssen wir so eine Barriere um Toad herum bilden. Dass der so komplett geschützt ist. Okay. Der da hinten kann sowieso nichts. Der schießt auf die Bombe. Stimmt, der lebt ja noch. Heldensicht. Aus der Distanz. Die wollen echt die Bombe kaputt machen. Die Bombe ist echt so ein guter Köder. Als ob. Also ist mir egal, dass die jetzt tot ist oder so. Toad, nächste Runde. Bitte sei nächste Runde im Ziel. Sonst. Ups. Sonst hasse ich dich. Mario, bisschen hier supporten. Peach, hast du deine Heilung? Nein, hat sie nicht. Aber wir haben die ja hier relativ gut geködert. Stellt sich dahin. Ist ja egal, wie wir den hinstellen. Da ist ja kein Gegner mehr. Du kriegst hier Jump Boost Effekt 3 für 70 Sekunden. Und springst davor. Wir geben den Zug ab. Ja. Wir brauchen jetzt ja Jahrzehnte, bis die da wieder... Da gibt es einen Weg. Toad. Toad, du bist der Beste. Da. Ja! Ich hasse immer noch Escort im Level. 13 Runden hätten wir dafür brauchen dürfen. Ja, dafür haben wir es ja dann relativ gut hingekriegt im Endeffekt. Yay. Wunderschönes geschafft zu haben. Endlich sind wir los! Ja, mein Hals ist gerade auch tot. Nicht nur die Sorbets. Sorbet-Ziggis halt. Da hier ein neues Kapitel beginnt und es das fünfte ist. Müssen wir hier schon leider beenden? Ich hoffe es. Nee, es ist kein Escort. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt einer der lustigsten. Nee, nicht der lustigsten. Der lustige kommt wieder. Einer der. Ich glaube sogar. Unnötigsten Minibosse im gesamten Spiel. Wenn ihr wissen wollt, was ich meine, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Aktiviert einfach die Glocke, dann kriegt ihr die Benachrichtigung. Bis dann und ciao.